Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Solo Battle Sunday. Jawohl, wir spielen heute wieder eine Runde Solo Battles mit unseren zwei neuen Spielern, die wir bekommen haben gestern, die auch in Madden 21 uns begleiten werden. Heute spielen wir gegen Spiel, sag's mir. Dann halt nicht. Nochmal, Solo Battles, heute spielen wir gegen natürlich die Ultimate Legends. Wer auch sonst, Freunde. 92 Ultimate Legends. Auf geht's, holen wir uns ein paar Punkte heute. Mit Jeff Okuda haben wir einen neuen Cornerback auf der 1. Casey Hayward nur noch Nummer 3, Deion Sanders weiter Nummer 2. Und dann haben wir ja noch Patrick Queen, der MLB eigentlich spielt, aber die zweite Geige hinter Sean Phillips spielt. Die ursprünglich Ryan Shazier ja auch gespielt hat, falls was ist. Ja, gucken wir mal, wie das heute läuft. Gegen die Ultimate Legends hatten wir letzte Woche schon. Da hat Cam Newton ordentlich losgelegt. Beziehungsweise Ultimate Legends hatten wir nicht, wann hatten wir letzte Woche? Das Golden Ticket war es, danke. Waren ja auch Falcons geleitet von Cam Newton, heute wahrscheinlich geleitet von Michael Vick. An der 25, einer 24 ist Schluss. Und unsere Jungs beginnen gegen Michael Vick. Ihren Run gegen Michael Vick. Und Melvin Ingram ist da das erste Mal dran am Pass von Michael Vick. Run! Und da kommt Ryan Shazier und stoppt den von Kyle Juszczyk. Dritter und 10. Fumble! Joey Bosa hat ihn, wird aber dann von Kyle Juszczyk aufgehalten an der 13. Ingram und Bosa schlagen zu und Michael Vick verliert den Ball zum ersten Mal schon. Hier Achtung, Bosa beißt sich durch, Polamalu, oh das ist gar nicht Ingram, das ist Polamalu, der da durchrusht und dann kriegt aber Kyle Juszczyk Joey Bosa zu fassen. Und wir starten mit einem Run. Mit Alvin Kamara. Und Lamar Jackson. Und ab. Ah, von der 13 zur 7. Antonio Gates macht sich bereit. Da ist Platz und da ist die Lücke. Kamara schafft es nicht. An der 1 ist Schluss. An der 2. An der 2 Fake. FB Fake, HB Toss. Schauen wir, wie es klappt. Klasse Toss. Er klappt nicht. Sie befreien sich. Patrick Vick kommt rein in die Endzone. Touchdown San Diego. Wir testen Michael Vick. Oh nein! Schafft's nicht, weil er an den eigenen Leuten hängen bleibt. Schade. Hatte die drei nämlich noch. Hatte dann aber keinen Block mehr. Ogba kriegt ihn. Kick auf Mittel. Habe ich leider angeklickt. Justin Tucker, auf geht's. Stoppt die Legends. Das ist Spezialgebiet dieser Jungs. Demario Davis hat ihn an der 17. Und nur 85, okay. Shit.
Shazier und Lewis als Linebacker auf dem Feld. Warten nur Michael Vick erneut zu. Oh, schade, 0 von 2. Derwin James hatte ihn. Derwin James hatte ihn. Jawohl, Sean Phillips. Wir waren zu 18, haben wir 3. und 9. Sony Michel schafft es genau einen nach vorne. Unter Druck setzen. Ray Lewis. Michael Vick ist down. Genau durch die Mitte durch. Klasse gemacht von unserer 52. Achtung. Weiß nicht, ob man es sieht. Hier genau durch die Mitte durch. Da ist ein Weg offen, für den er sich entscheidet. Und Deion Sanders darf ihn returnen. Deion Sanders. Und da kommt dann Denzel Ward. 15 Yard Return. Wir stehen in der 50, haben den Ball und haben Spielzugball. Alvin Kamara. Stark gemacht. Zurück zu 59. Atkins. Gino Atkins erwischt Alvin Kamara da. Zu 1 Yard mehr. Game sagt nein, aber wir haben ein paar Yards mehr und Alvin Kamara out of bounds an der 31. So, 6-0. Nach dem ersten. So. Oh, und der Henry will das machen. Bin ich weniger begeistert von. Wobei er eigentlich ganz gut ist. Hunter Henry, um Himmels Willen, ist ein klasse Spieler. Aber ich hab's halt doch lieber, wenn die Route dann eigentlich Keenan Allen läuft. Muss ich einfach mal so gestehen. Pass auf, Alvin Kamara muss jetzt da in die tiefrote Zone. Schafft aber ein paar Yards, das ist schon mal gut. So. Kamara in der Mitte durch. Wundervoll. Wundervoll. Sieht es, dass da der Block steht. So, 2-0-3. Sind wir gleich 2 Minute Warning, wollte gerade sagen. Wir stehen an unserer Endzone, da wo wir hinwollen. Das wird nichts bringen. Keenan Allen ist das Ziel. Nein, ist es nicht. Oh, Jackson. Oh, Mann, Jackson. Weil wir kurz warten. Weil wir nicht durchziehen. Weil wir nicht durchziehen. Second and goal. Slants. Jetzt sprint. Sprinte, 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 Sprinte. Wieder nur zu 10. Shit. Dritter Endgoal. Smash Corners. Auf geht's. Keenan Allen. Keenan Allen. Possession. Hammer, 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 Hammer. Touchdown, Touchdown, Chargers. Jetzt machen wir aber sicher den PAT.
Machen wir es 13 raus, komm. Justin Tucker zum 13-0. Oh Mann, den treffen wir überhaupt nicht gut. Der wird relativ kurz. Vorsicht. 27. Kommt dennoch deshalb zu 28, aber dennoch. Das ist nicht das, was ich wollte. Ed Reed, 11 Yard Return. 83 nur. What? Cover One Drop. Ich will hier gerne Joey Bosa spielen. Oh, toller Pass von Vic. Und der kommt an. Ja! Turnover, Polamalu kriegt ihn. Polamalu on the run gegen Michael Vick. Und Michael Vick stoppt Troy Polamalu. Was für eine geile Interception. Zack, da richtig Ball hin und her und Polamalu schnappt sich dann aber die Pille. So, Corner Strike. Probier das mal. Oh, verdammt. Lamar Jackson, first down. Da ist ein Block, da ist ein Block und Jackson mit dem Touchdown. Und wir haben Nummer 3 in Halbzeit 1. Und diesmal klappt es aber. Michael Vick. Nein, es klappt wieder nicht. Es klappt wieder nicht. Das gibt's gar nicht. Achtung. Oh, Bosa, gut gemacht von Bosa. Außenrum, zack, Tackle. Michael Vick ist auf der Suche nach einer Lösung gegen diese überragende D-Line bisher. Dritter und 4, die erste Halbzeit ist zu Ende. 19-0 führen die San Diego Chargers gegen die Ultimate Legends. Und ab geht's. Deion Sanders sucht nach einer Lücke. Ah, da war kurz die Lücke da. Aber nach 34 ist Schluss für unsere Nummer 21, für den Cornerback.
wollte gerade sagen, Keenan Allen. Ist geblockt. Kamara, ab durch die Mitte. Hoppala, da kann man nicht mehr stehen. 34 zu 48. Guter Run. 107 total bisher. Schöner Pitch und da ist viel Platz für Kamara. Aber es sind nur 8. Wie gesagt, Kamara ist, was das angeht. Beste Running Back, die sie seit gleich hatten. Ja, taucht hindurch zum First Down, glaube ich, es reicht fürs First Down. Warum ist gerade echt nicht sicher, ob es da Inches gibt oder ob man sagt, ja, nee, bist durch. Den ersten kann er ausweichen. Geno Atkins kriegt den halt dann wieder. Stark, Kamara. Von der 35 zu 18. Wenn du so einen Running Back hast. Also der Blatt Johnson. Wer von den beiden kriegt den Ball? Das ist Johnson. Nein, es ist eine Interception. Und die haben viel Platz, aber Lamar Jackson an 21. Stopp, Williams. Schade. Bosa gegen Vic. Das übliche Spiel. Oh! Hayward kommt nicht hin. Wie ich noch gar nicht gesehen habe, ist Jeff Okuda. Der fehlt mir noch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Verpennen die Chance. Juszczyk, der geht zurück. 3 Yards. 2 Rushes minus 3. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt bin ich gespannt. Oh, was für ein Rush von Joey Bosa. Der war perfekt. Meine Damen und Herren, Hut ab. Vor Joey Bosa. Achtung, zack. Vic denkt, er hat da vollkommen die Ruhe. Und die hat er absolut nicht. Verschätzt sich beim Spielzug des Gegners böse. Und da ist die Interception von Casey Hayward. Und da ist der Pick 6 für die Chargers. Richtig schön. Arme ausgestreckt. Danke. Ich bin dann mal weg. 25-0. So, Tucker. Weg damit. Letztes Viertel. Nee, weg. Sanders und Bola Malu sorgen dafür, dass Paris Campbell hier nicht weiterkommt. Reis. Zur 19-Yard-Linie. Michael Vick. Und er hat heute ein bisschen, wie soll ich sagen, man könnte sagen, er hat ein bisschen Scheiße an der Hand. Absolut. Alter, da ist aber schnell genug, dass er doch noch irgendwie zu 20 kommt. Hätte da, glaube ich, auch mehr laufen können. Aber dennoch. Der Pass. Dritter und 9. Die wollen nochmal und sie schaffen es nicht an der 24. Schluss.
Two-Minute Warning. Das können Sie sich nochmal besprechen. Ob er nochmal was macht, ich weiß es nicht. Er steht 26-0. Ja, und sie ist, ja. Bailey entscheidet sich für den Punt. 4. und 5 ist dann doch ein bisschen weit für das, was sie bisher sich erspielt haben. Deion Sanders mit dem Ball gewinnen. Hoppala! Und da kommt er wieder von hinten. Jackson. Und hat Deion Sanders noch nur 14 Yards. Schade. Marshawn Lynch darf nochmal aufs Feld. Ich spiele natürlich hier noch einen Punkt, ja. Marshawn Lynch bleibt an der 36. Devin Bush. Hält ihn auf. Hoppala. Schön gemacht von Kamara. Rettet die Situation. Die hätte nämlich schnell zu Ende sein können. Und wesentlich früher als geplant. Ab durch die Mitte. 4 Yards, dann mal ein First Down. 1 Minute 15, 1. und 10. 150 Yards insgesamt haben sie erlaubt. Das ist natürlich, das ist viel. Und jetzt da Keenan Allen oder Calvin Johnson. Receiver, vielleicht auch gar keiner von ihnen. Vielleicht ist es auch Jackson selbst. Jawohl. Der die Chance riecht und auch hier wieder mit der Chance. Jackson. Nope. 20 Sekunden sind noch übrig. Wenn es einer kann, ist es Keenan Allen. Zur 1. Die Lücke und der Touchdown von Alvin Kamara. Und damit haben wir die 30 voll. Und jetzt können wir 33 draus machen. Wenn Justin Tucker das Field Goal trifft. Und das macht er auch. 10 Sekunden auf der Uhr. Somit sollten wir unsere Punktzahl haben. Jetzt haben sie nochmal die Chance, dass sie den returnen. Das Knie kommt. Und somit kriegt Michael Vick nochmal die Chance auf einen tiefen Pass. Wirft ihn weg, 7 Sekunden noch. So, und jetzt da. Nochmal Interception, nein, der ist weggetippt. 2 Sekunden noch, letzter Spielzug von Michael Vick. Jetzt haben wir die Interception. Antonio Cromartie hat einen Block vor sich. Na, schafft's aber nicht mehr. Schafft's aber nicht mehr. 33-0. Überragendes Ergebnis, würde ich sagen. Beide Quarterbacks ähnlich beschissen. Aber einer am Ende halt mit 33 Punkten, der andere mit 0. Ja, Derwin James hätte die erste Interception heute eigentlich gehabt, aber war dann mit einem Fuß leider Maus. Macht nichts. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir holen uns jetzt noch ein paar XP ab. Jawohl. Kriegen hier ein Bundled Rewards. Und sind wieder im Hauptmenü. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder hier
in Get a Head Start in Madden NFL 21. Bis dann, ciao, ciao.